Hallo, Servus, Freunde der Natur. Heute ist es wieder soweit. Heute geht's nach oben. Das letzte Mal ging es nach unten, unter Tage, in die Höhlen. Heute geht's wieder in die Luft, fliegen wie ein Vogel. Und zwar nicht am Stahlseil, wie das letzte Mal an der Rabote-Talsperre. Heute mit einem Ultraleichtflieger, einem Drachen, geht's in die Lüfte. Und zwar nicht hier, sondern in der Türkei. Am Strand vom Side entlang, über die ganzen Hotels. Und wer schon mal in Side war, der wird auf jeden Fall sein Hotel von oben sehen. Oder seinen Strand, wo er baden war. Oder das Amphitheater. Oder den Hafen von Side. Die ganzen Ruinen. Und ach was, ich schwärme und erzähle. Kommt einfach mit, hoch in die Luft. Wir machen ein kurzes Intro. Ihr abonniert in der Zwischenzeit mal meinen Kanal. Da macht er mir eine Freude und dann bis gleich, los geht's. Auf in die Luft. Çalış hazır mısınız? Tugat'ta su vers. Am besten immer mit linker Hand. Immer die Lage, wie er fährt. Tak. 15 Tage kommt schon, yapsa. 15 Tage. Und bunu ne yapayım abi? Ne yapayım biliyor musun? Side'ye geçen dakika yaptım usturu. Tabi. So, moment, onu işin angeş altı. Even eğer start, start yap hemen basayım ondan sonra. Und du hältst nur so fest, guck mal. Wenn es geht, bitte hier, ja. Bitte yaz. Dieses Jahr, der erste fliegende Gast von Toni Macaroni Reisen, da hat er recht. Läuft alles? So, weiter. Sonst gar nichts machen, okay, immer halt.
gehört? Richtig, super. Ja. Spaß gemacht. Ja, nochmal. Gut. Das Flugzeug. Matthias, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.